Wer sind wir, was sind wir, wie sind wir, warum sind wir. Und wir wollen da auch wirklich kritische Geister da einladen, die kontrovers vielleicht zu unserer Haltung ihre Sichtweise dort einbringen und zur Diskussion stellen. Das ist ja der Alpenverein, der Anwalt der Alpen. Wir wollen diese Rolle auch dort einnehmen, wie in der Hütte uns zusammentreffen, die schöne Aussicht genießen und da in einer lockeren Atmosphäre die Themen behandeln und diskutieren. Wenn wir der Meinung sein, wir brauchen noch ein zusätzliches Skigebiet oder wir brauchen den Windpark auf den Alpen, ja, dann ist es unser alpiner Raum, den wir so gestalten für die Zukunft. Und das ist die Frage, wollen wir das oder wollen wir das nicht? Das ist mit Basecamp eine gute Idee, die wir da geboren haben. Und jetzt gehen wir es an. Alpenverein Basecamp, der Podcast des Österreichischen Alpenvereins. Mit Themen der Höhe in die Tiefe gehen. Alpenverein Basecamp, Episode 000. Wer sind wir, was sind wir, wie sind wir, warum sind wir? Schön, dass du da bist. Clemens Matt, Geschäftsführer des Österreichischen Alpenvereins. Sozusagen aus erster Hand können wir diese brennenden Fragen jetzt klären. Clemens, warum ein Podcast des Österreichischen Alpenvereins? Ja, als so große Organisation, der größte alpine Verein in Österreich mit über 600.000 Mitgliedern, denke ich, ist es wichtig, dass wir auch dieses Format bespielen und einen Podcast ins Leben rufen, der in die Tiefe geht, der diese Vielfältigkeit, die dieser Verein bietet, einfach eine Plattform bieten, wo wir diskutieren, kontrovers in die Tiefe gehen und denke, das ist mit Basecamp eine gute Idee, die wir da geboren haben und jetzt gehen wir es an. Das heißt, da kommen Themen auf den Tisch, wo du sagst, da darf es zur Sache gehen, da darf Tacheles geredet werden, da soll Meinung entstehen, da soll Meinung transportiert werden. Das heißt, du scheust da nichts, weder Zeit, die man manchmal braucht, um ein Thema zu diskutieren oder eine inhaltliche Zäsur. Also da wird geredet, was es hergibt. Ja, oft ist es ja so, dass man gar nicht die Zeit hat oder auch die Möglichkeit, wirklich Themen zu diskutieren, ausführlich und in die Tiefe zu gehen. Und wir wollen da auch wirklich kritische Geister da einladen, die kontrovers vielleicht zu unserer Haltung ihre Sichtweise dort einbringen und zur Diskussion stellen. Und dazu ist dieses Format da. Ich kann schon ankündigen, wir werden da wirklich Themen wie E-Mountainbiking oder auch Skigebietserschließungen alle zu Wort kommen lassen, vielleicht auch ein bisschen reflektieren gemeinsam. Und es geht, das ist ja der Alpenverein, der Anwalt der Alpen. Wir wollen diese Rolle auch dort einnehmen, dass unsere Haltung gerade in solchen Themen wie Skigebietserschließung klar ist, es liegt auf der Hand. Aber es soll ja genau die Möglichkeit dann schaffen, kritische oder die andere Seite dort einzuladen, ihre Sichtweise mal in diesem Format zu erklären und dort auch in die Frage stellen, wie wollen wir unseren alpinen Raum der Zukunft gestalten? Es ist unser alpiner Raum. Und die Fragestellung, die wir mit den 600.000 Mitgliedern auch haben, die können wir dann wirklich diskutieren, weil am Ende des Tages, wenn wir der Meinung sein, wir brauchen noch ein zusätzliches Skigebiet oder wir brauchen den Windpark auf den Alpen, ja, dann ist es unser alpiner Raum, den wir so gestalten für die Zukunft. Und das ist die Frage, wollen wir das oder wollen wir das nicht? Warum wollen wir, dass das ganze Alpenverein Basecamp heißt? Ja, Basecamp, der Name ist uns eigentlich gleich am Anfang eingefallen, dass es gut wäre, wenn wir dort wie in einer Hütte uns zusammentreffen, die schöne Aussicht genießen und da in einer lockeren Atmosphäre die Themen behandeln und diskutieren. Deswegen der Name Basecamp. Finde ich ganz gut, weil du
du planst ja dort auch die Strategie, um den nächsten Step zu setzen. Apropos Ausblick, also wir haben ja nicht umsonst nur hier ein Hüttenfenster. Für alle, die jetzt uns nur hören, ihr könnt uns natürlich auch sehen auf dem YouTube-Channel des Österreichischen Alpenvereins, ist deswegen da nicht nur, um wunderschöne Bergbilder zuzuspielen, das wäre ein bisschen oberflächlich. Wir haben gesagt, wir wollen auch Experten, die jetzt zum Beispiel nicht in Innsbruck Zeit haben, in unser Basecamp zu kommen, zuschalten. Also die werden wir dann hier über den Screen auch in die Diskussion mit einbringen. Und da bietet sich natürlich so ein Fenster mit Mehrwert an, dass der oder dass das im Alpenverein Basecamp da ist. Was glaubst du, Clemens? Realistische oder auch optimistische Einschätzung? Wie viel werden das sehen? Wie viel werden das hören? Obgleich wir von allen, die das jetzt hören oder sehen, darauf angewiesen sind, dass sie uns teilen und dass sie mit uns diskutieren. Was glaubst du? Was ist da so deine Vision? Natürlich hoffen wir auf eine große Reichweite, dass alle 600.000 Mitglieder sich das anschauen, wäre jetzt zu weit gegriffen, aber wir rechnen schon mit ein paar, die das anschauen. Und je mehr, desto besser. Nicht nur Mitglieder, auch Nichtmitglieder können sich genauso, sollen sich dort einbringen und die Möglichkeit haben, das zu bedachten. Also wir lassen uns überraschen. Und du hast gesagt, wir holen nicht nur die ganze Community rein, wir holen auch starke Partner rein, damit wir uns das möglichst lange natürlich auch leisten können, dass wir da herinnen wirklich eine Plattform schaffen, die Bestand hat, oder? Ja, wir haben einen dieser Partner, die Firma Generali, gefragt, ob sie uns dort nicht unterstützen täten bei dieser Idee. Und die haben sofort gesagt, ja, das finden sie toll, finden sie spannend und unterstützen uns da. Und ganz toll, dass uns das gelungen ist. Das heißt, jetzt Manege frei für die großen Themen, gute Gäste, darf vielleicht auch ankündigen für Episode 001. Da hat es die Schlagzeile gegeben, wie ihr das Umweltgütesiegel verliehen habt an zwei Hütten, unter anderem jene Hütte, die gesagt hat, wir haben nur noch fleischlose Gerichte auf unserer Speisekarte, sind also die vegane, vegetarische Hütte. Gab eine große Schlagzeile, bis in die Zeit im Bild, haben wir gesagt, dieses Thema ist mehr wert als nur eine Schlagzeile und eine Debatte, die sich daran entzündet. Wir wollen die Hintergründe erfahren. Was hat es da auf sich? Was bringt es? Wie bewirtet man eine Hütte nachhaltig? Und haben beide für Episode 001, den Möchte Evelyn und den Tom von der Franz Fischer Hütte hierher eingeladen. Das können wir als Versprechen für 001 ausgeben. Deine thematischen Wünsche habe ich jetzt auch gehört. Und es ist mehr oder weniger, gilt nur eine Regel. Jeder muss seine Meinung mit dem besseren Argument vertreten, dann ist er hier herinnen willkommen, oder? Also es soll ein Austausch des besseren Arguments werden. Richtig. Also wir lassen alles zu. Wir lassen auch wirklich kontroverse Meinungen, hochen wir hin, bringen unsere Meinung rein. Und das ist das Spannende, was dann am Ende des Tages da rauskommt. Und jetzt, weil du ansprichst, diese Franz-Fischer-Hütte, die dort ausgezeichnet worden ist, ganz tolle Sache. Wir haben aber auch gemerkt, wie wir das Gütesiegel verliehen haben, was für Echo das ausgelöst haben, wie viel positive Rückmeldungen wir da bekommen haben. Und genau das macht ja den Alpenverein ja da so aus, dass wir ja auch Impulsgeber, Ideengeber sein. Es geht auch anders. Und so wollen wir das in ganz, ganz vielen Bereichen, speziell in Umweltschutz. Wir sind eine anerkannte Umweltschutzorganisation, wollen wir mit gutem Beispiel vorangehen. Und gerade da in dem Zusammenhang kurz das Stichwort Windkraft, das wir erst kürzlich in unseren Gremien intensivst diskutiert haben, wo wir auch überlegen, wie wollen wir als Alpenverein die Energiewende mitgestalten. Und dass wir keine Freude haben mit Windrädern in alpinen Regionen, liegt an der Natur der Sache. Nicht? Aber einfach nur zu sagen, na, wollen wir keine, so leicht machen wir es uns nicht, sondern genau da wollen wir die gegenüberliegende Seite einladen, sie fragen, sie auch die Möglichkeit geben, ihre Argumente einzubringen, sodass wir am Ende des Tages auf einen guten Dialog und ein gutes Ergebnis kommen. Ich kenne mich aus, die Spielregeln sind klar. Vielleicht kann man an der Stelle noch sagen, zu finden ist das Alpenverein Basecamp am einfachsten, damit ihr einen Überblick über alle Plattformen habt, wo sich das Ganze dann abspielt, auf alpenverein.at/basecamp. Weil man kann uns nicht nur hören, sondern, wie der Clemens auch richtig gesagt hat, eben auch sehen. Die Links findet ihr drauf, auch zu den Social-Media-Kanälen und dort, wie gesagt, gesammelt.
dauert nicht mehr lang, dann folgt der Episode 000, die 01. Und ich hoffe, ihr seid ein bisschen interessiert, vielleicht sogar ein bisschen mehr und seid ab sofort mit dabei, wenn das Alpenverein Basecamp hier sein Fenster zur Welt öffnet. Bis bald. Der Podcast des Österreichischen Alpenvereins in Zusammenarbeit mit der Generali.